Angebotene. Ja, Mädel, Leute. Servus und herzlich willkommen zurück bei der Hagebunde. Ja, schauen wir doch mal, was es Neues gibt. Ja, es ist nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Wir sind wie immer beim Spiegelort. Grüße und Hashtag Liebe selbstverständlich. Es gibt wie gesagt nicht viel. Deswegen, ja, klaube ich mir hier so ein bisschen was zusammen und klatsche es aneinander. Und dann hoffen wir, dass ein Schuh draus wird. Also, beginnen wir mit Drachenlord, Umzug, neue Emojis und mehr. 3 Punkte, Re-Up selbstverständlich. Metal-Lode, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Eigentlich möchte ich heute 2 Videos aufnehmen. Einmal möchte ich mit euch über das Thema sprechen. Ist schon ganz rausgezoomt. Das sind alle Fragen, die er sich stellen kann. Habe ich jetzt wirklich schon ganz rausgezoomt? Das ist doch schon das Weitwinkelobjektiv und ich bin immer noch nicht ganz auf dem Bild. So eine Scheiße. Einmal möchte ich heute mit euch über das Thema... Muss ich wohl wieder mit Google Earth Selfies machen. ...thema sprechen, was momentan mit meinem Kanal los ist. Das haben anscheinend immer noch nicht viele begriffen. Momentan ist es für mich sehr schwierig, Videos zu machen, ne? Sehr schwierig, Videos zu machen, weil... es immer wieder die Hater gibt, die versuchen herauszufinden, wo ich bin, mir versuchen auf den Sack zu gehen, mich anzugreifen und so weiter. Auf der anderen Seite bin ich momentan viel damit beschäftigt, meinen Umzug ins Ausland vorzubereiten. Mehr dazu nur für die Mitglieder als Video, was ich hochladen werde, für alle ab dem jungen Drache-Rang. Also vorab schon mal dazu, dass alle, die den jungen Drache-Rang haben... Ach hier, wie war denn das? Wollt ihr nicht nach Madeira oder so? Also irgendwie, keine Ahnung. Wie alle grausen YouTuber. Und dann sitzt er da auch mit Unge zusammen, stellt er sich das bestimmt schön vor. Und dann, was weiß ich, sitzen die da auf der Terrasse, gucken in den Sonnenuntergang. Hand in Hand. Hm. Na, also, so stellt er sich das doch bestimmt wieder vor in seinem Klöterkopf da. Also... dann vorab schon mal wissen, was los ist. Und natürlich die höheren Ränge. So. Ich überlege gerade. Genau. Also wissen dann die schon mal, was los ist. Vermutlich, wenn da der ein oder andere Hater dabei ist, weiß es auch gleich über die ganze Welt, aber das ist ja erstmal. Reinhard, nochmal. Du hast nur Hater. Natürlich ist da nicht nur ein oder der andere dabei, sondern wäre ein Wunder, wenn der ein oder andere nicht dabei wäre. Scheißegal. Im Moment ist es so, dass ich auf jeden Fall mit meinem Umzug beschäftigt bin, beziehungsweise mit meinem Auszug aus Deutschland und mit meinem Einzug in ein anderes Land, wohin und so weiter. Und mehr Infos, wie gesagt, gibt es dazu dann nochmal in einem extra Video. Die Sache mit meinem Netzwerk ist im Moment die, dass die mir momentan helfen mit neuen Emotes. Das heißt, wir werden bald, wenn ich denn wieder regelmäßig Videos und Streams machen kann, werden wir sehr bald die Möglichkeit haben, dass wir zusammen wieder neue Emotes haben, die wir beim Streamen dann verwenden können. An die neuen Moderatoren, ihr seid in der Lage, die ganzen Hate-Kommentare auch auf den Videos die Kommentare zu löschen. Also für alle Mods unter euch, die... Okay, Rainer, dann kannst du auch gleich deine Kommentare ausstellen, damit da... kein Hate-Kommentar dabei ist, weil daraus bestehen deine Kommentare. Die da Bock drauf haben, ihr könnt jederzeit auch die Kommentar-Hater löschen. Ja, sehr positiv für den Kanal, hoffe ich. Klar, es ist immer sehr positiv, jegliche Kritik wegzulöschen, damit du die halt nicht siehst und dann ist sie halt weg, weil was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Ne? Also man sieht zwar, oh, das ist alles scheiße, was hier ist, aber ich lösche es einfach weg, dann ist es ja nicht da. Ne? Also dann hat es das ja auch nie gegeben. Ne? Also dann, ja, ich sehe das zwar kurz, aber halt nur kurz. Ne? Und das war es ja dann auch schon.
Aber außerdem habt ihr es auch in der Hand, die Community ein bisschen in die richtige Richtung zu lenken, dadurch, dass sie eben. Ach so, dann weist er wieder jegliche Verantwortung von sich und sagt, hier kommt meine Untertanen, macht ihr das mal und rückt mich wieder an ein besseres Licht und verhelft diesem Kommentar zu neuem Glanz, hebt ihn in die Höhen und macht, dass er einen Platz bekommt in den Annalen von YouTube. Ein Schelm, wer jetzt anderes denkt. Aber egal. Quasi ein bisschen dafür sorgt, dass die Hater-Kommentare verschwinden und eben nur die positiven übrig bleiben. Ja, und die sollen sie dann am besten auch noch selber schreiben, oder wie stellst du dir das vor? Was noch? Das war's eigentlich ziemlich. Mein Tag ist heute relativ langweilig, beziehungsweise sehr langweilig nicht. Ich habe noch eigentlich jetzt vor. Aber so viel schon mal dazu. So, und jetzt mache ich noch das zweite Video für. Jetzt hätte ich fast schon verraten, wo es hingeht. Aber einige wissen es vielleicht auch so schon, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis dahin. Tschüss. Dann schauen wir da mal ins nächste Video rein. Mal kurz. Metal, Leute. Aufruf an die Politik. So kann das nicht weitergehen. Oder Riab. Wie immer, Hashtag Liebe und Grüße an Spiegelol. Das Video hier wurde einige Male in den Kommentaren promoted. Deswegen meddel ich mir das jetzt rein. Ich kenn's noch nicht. Mal sehen. Metal-Leute, Servus und nochmal ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ich wollte mal kurz ein paar Sachen ansprechen. Unter anderem wollte ich dringend ansprechen, was zur Hölle das aktuell soll. Ich verstehe es nämlich nicht. Man muss doch auch langsam anhand der Regierung irgendwas unternehmen können gegen solche Menschen wie die Hater. Die Hater versuchen wirklich alles auf Biegen und Brechen, dass sie mich irgendwie angreifen können, dass sie mich verletzen können, damit sie Menschen anderweitig verletzen können. Die Hater begehen eine Straftat nach der anderen, es wird nichts dagegen unternommen. Die Hater sind eine Gefahr für die Allgemeinheit. Und ich verstehe nicht, warum dagegen nichts unternommen wird. Sie sind eine Gefahr für Hotels, in denen ich unterkomme, nur weil ich da bezahle dafür, dass ich da übernachten kann. Sie sind eine Gefahr für Restaurants und andere Dienstleistungsgeschäfte von Essenslieferungen bis hin zu Bus, Hotel, Bahn, Zug, Polizei, Krankenwagen, alles. Sie sind eine Gefahr für die Allgemeinheit. Sie sind eine Gefahr für die Menschen in dieser Umgebung. Sie sind eine Gefahr für die Leute, die mit mir auch nur ein freundliches Wort wechseln oder die im Internet freundlich über mich reden. Hier nochmal deutlich ein Aufruf an die Politik. Ach ja, immer wieder herrlich, was er hier wieder. Ach, Rainer. So, also. Solche Sachen machen da wie, naja, irgendwelche Lieferungsbestellungen und so ein Scheiß, das geht natürlich nicht klar. So. Das ist ja, glaube ich, logisch. Und da irgendwelche anderen Leute mit reinzuziehen, die da halt nichts für können. Das ist ja, denke ich, auch mal logisch, dass das ein bisschen scheiße ist. So. Ja, da gibt es welche, die das machen. Aber wie gesagt, es muss bitte nicht sein. Also das ist ja, das sind Gott sei Dank nicht alle. Und ja, solche Aktionen sind natürlich scheiße. Das war auch damals schon scheiße. Stichwort Mineralspenden, Stichwort irgendwie Sachen aus Haus schmeißen, generell Müll abladen da, die selber da rumschreien im Dorf. All so eine Sachen, müssen wir nicht drüber reden, das ist scheiße. So. Naja, jedenfalls, Rainer, ist wieder herrlich, ist genau wie eben mit seinen Mods. Jetzt steht er da, wie immer, aber das ist jetzt eine andere Situation natürlich, aber seine Problemlösung ist wie immer die gleiche. Oh, ich habe Mist gebaut. Alle anderen, helft mir bitte. Ich weiß sonst nicht, was ich machen soll. Ich selber ändere ja nie was. Erwarte aber deswegen immer, dass es dann doch wieder anders geht. Ne? Also, weil wenn ich nichts ändere, muss ich ja alles um mich herum ändern. Oder so. Keine Ahnung.
Deswegen Politik, hier nochmal ein Aufruf, bitte neue Gesetze machen. Ihr habt ja sowieso nichts zu tun, macht endlich mal euren Job. Und ja, helft mir hier aus der Patsche. Weil ich weiß nicht, was noch irgendwie helfen könnte. Was könnte nur YouTube? Nein, Quatsch. Einfach weitermachen. Da passiert schon nichts. Na, hat ja die letzten 8 Jahre so super geklappt, dann muss es ja auch so perfekt weitergehen. Jetzt dreht sich hier wieder die Schallplatte. Und ans Innenministerium von Bayern und auch generell Das Innenministerium von Bayern. Okay. ans Ministerium von ganz Deutschland oder an die Politik von ganz Deutschland. Ihr müsst etwas gegen diese Menschen unternehmen. Denn auch wenn ich seit 8 Jahren oder 8,5 Jahren versuche, gegen diese Menschen vorzugehen, passiert gar nichts. Die Polizei ist auch größtenteils einfach nicht in der Lage, dagegen was zu machen, weil es keine entsprechenden Gesetze dafür gibt. Aber es sind faktisch immer mehr Leute, die damit hineingezogen werden. Vor allem in den letzten Monaten hat man das deutlich gemerkt. Die Hater haben keinerlei Respekt vor anderen und vor allem sind sie absolut nicht in der Lage zu differenzieren, wo ist jetzt wirklich der Böse? Bin ich der Böse? Sind sie die Bösen? Was ist los? Niemand weiß, was los ist und trotzdem greift jeder irgendwie alles an. Das ist jetzt gerade sehr viel Müll. So, Rainer, du könntest doch auch mal sagen, zum Schutz der anderen, die dir anscheinend so wichtig sind, hörst du einfach mit YouTube auf oder änderst vielleicht auch mal was. Nur so als Tipp, den man hier jetzt schon zum 4.000 Milliardsten Mal sagt. Aber nee, komm, geht einfach so weiter. Die anderen müssen sich ändern. Ich bleib so, wie ich bin, weil so bin ich nun mal. Und wem es nicht passt, Pech gehabt. Ja, sieh zu, wie er es macht. Ich weiß, wie ich es mache. Also eigentlich nicht. Aber ich mach's trotzdem. Kurz gesagt, die Politik muss etwas unternehmen. Ja. Und die Hater sind eine Gefahr für die Allgemeinheit. Nicht nur für mich, sondern auch für Hotels, für Dienstleistungsgeschäfte von Taxis, über andere Fahrgeschäfte, über Einkaufsläden. Vor ungefähr 4 bis 6 Wochen war ich im Kaufland in Nürnberg einkaufen. Und da sind Leute tatsächlich hergegangen und haben im Kaufland angerufen und mich über die Rezeption oder über die Info. Die gute alte Rezeption im Kaufland. Ah, schönen guten Tag, was wollen Sie? Oh, ich suche weiße Bohnen. Ah, ja. Wollen Sie ein Zimmer dazu? Gang 3. Ganz hinten? Nein, danke. Ich habe schon die Suite gebucht. Ah, hervorragende Wahl. Sollen wir Ihnen ein warmes Glas Orangensaft aufs Zimmer liefern? Oh, da wäre ich sehr erfreut drüber. Danke sehr. Schönen Tag, ebenso. Ausrufen lassen. Sie hätten meinen Schlüssel gefunden und ähnliches. Sorry, aber das ist eine Sache, die belästigen damit auch sogar irgendwelche Supermärkte. Das kann nicht wahr sein, das kann nicht angehen. Ich habe auch schon mehrere Interviews in die Richtung in der letzten Zeit gegeben. Interviews. Würde auch eventuell hier und da noch das eine oder andere Interview geben. Es funktioniert so auf jeden Fall nicht. Man kann nicht weiterhin wegschauen. Die Politik kann nicht weiterhin wegschauen. Denn Fakt ist, jeden Tag passieren neue Probleme, jeden Tag passieren neue Straftaten. Ich bin aus einem Hotel geworfen worden, nach nicht einmal 20 Minuten, dass die Hater wussten, wo ich bin, einfach nur, weil sie angegriffen haben. Sie sind hergegangen, haben die Rezeption zugeballert. Ich war längst weg. Ich stelle mir das gerade vor, ey. Dann kommen da so 3 Leute, so was weiß ich, voll bewaffnet rein und fangen alle so auf die Rezeption so zu schießen mit irgendwelchen Sturmgewehren und so. Die haben angefangen anzugreifen. Ich konnte gerade noch die Stellung verlassen, aber da war die Hölle los. Da kam keiner mehr lebend raus. Ich habe es gerade mit allerletzter Kraft geschafft, mich an der Regenrinne festzubeißen und dann habe ich mich langsam abgeseilt. Das war unglaublich. Gerade noch so bin ich unten auf die Markise gefallen und dann bin ich geflohen. Also, boah, eine Sekunde später mich jetzt zerrissen. Ja, also, keine Ahnung, so stelle ich mir das gerade vor. Ich glaube, so war es jetzt nicht unbedingt, aber man weiß es nicht. Ich war stundenlang schon weg und dann haben die von den Hatern so viel Auflauf da gemacht, dass die Polizei vor Ort sein musste, obwohl ich schon seit Stunden weg war.
Ich war schon 3, 4, 5 Stunden weg zu dem Zeitpunkt und trotzdem haben die Polizei da einen Auflauf machen müssen und was machen müssen. Es kann nicht so weitergehen und man kann nicht mir die Schuld dafür geben, dass andere Leute sich so daneben benehmen. Doch, kann man. Man kann nicht direkt dafür sagen, also manche bauen ja auch so scheiße, aber dass die Leute da hinkommen, hat ja mit dir zu tun und nicht, wenn du jetzt quasi nicht mehr im Internet präsent wärst und nicht irgendwie immer noch alles im Internet verbreiten würdest, dann würden die ja auch nicht zu dem Hotel dahin eiern, in der Theorie. Also außer die haben sonst nichts zu tun und fahren in ihrer Freizeit random zu Hotels und kacken die an. Also, das ist auch eine interessante Freizeitgestaltung. Keine Ahnung. Kann man machen, kann man nicht machen, sollte man nicht machen. Gibt es vielleicht auch Leute, die das machen. Aber halte ich doch mal eher für eher nicht so wahrscheinlich. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass die deswegen dahin fahren, weil du da bist. Also, ich glaube, da besteht schon ein Zusammenhang, Rainer. Man weiß es ja nicht. Ich habe im Hotel weder irgendwas Ja, angestellt. du musst dafür auch nichts anstellen, du musst einfach nur existieren. So weit sind wir nämlich mittlerweile schon gekommen. Da solltest du vielleicht mal drüber nachdenken. Aber das tust du halt nicht. Noch habe ich mich generell daneben benommen. Ich habe einfach nur mein Leben geführt. Ich war da. Ach Rainer, das bist du seit 8 Jahren. Ich habe einfach nur mein Leben geführt. Ich war da. Wow. Ja. Großartig. Ich habe das Hotel bezahlt, ich bin den ganzen Tag in der Innenstadt unterwegs gewesen, ich war kurz in einem Comicladen und mehr habe ich nicht gemacht, außer dass ich mir eine Cola hochkaufen gegangen bin. Ja, du musst jetzt hier nicht rechtfertigen, was du gemacht hast. Wieso hier nicht beim Verhör? Immer noch. Es geht nicht darum, dass du irgendwo auf den Käfer getreten bist und es deswegen gerechtfertigt ist, dass du 30 Milliarden Leute in ein Hotel einrennen. Das ist auch wieder Bullshit. Mein Gott. Und schon haben die Leute angefangen rumzuschreien, Rumscheiß zu bauen und so weiter. Das kann nicht so weitergehen. So kann das nicht sein. Es kann nicht sein, dass das Leben eines einzigen Menschen auf die Art und Weise zerstört wird. Und es kann auch nicht sein, dass ein Leben eines Menschen andere Leute so in die Scheiße zieht, dass alle Leute auf die Leute losgehen, wo ich arbeite, wo ich laufe, wo ich rede, wo ich stehe, wo ich esse, wo ich kaufe, wo ich kacke, wo ich ficke, wo ich scheiße. Das kann nicht sein. Und deswegen noch einmal ein Aufruf deutlich an die Politik. Schickt mir eine Schutzstaffel. Die muss aus den besten KSK-Leuten bestehen, die ganz Deutschland zu bieten hat. So, die rennen 24/7 um mich herum. Egal, ob ich scheiße, sonst welche Sachen mache, die müssen um mich rumlaufen. Ne? So, und die müssen jeden abballern, der in meine Komfortzone von, nehmen wir 100 Metern, kommt. So, fertig. Macht mal was, Politik. Bitte. Bewegt euren Arsch. Und ich weiß, dass es das wieder anmaßend ist, aber ihr habt 8,5 Jahre auf euren fetten, faulen Arsch gesessen. Und das meine ich auch so. Bewegt euch. Ich habe Straftaten begangen, in denen ich mich gegen diese Leute gewehrt habe, weil ich keine Wahl hatte. Und die Politik schaut immer noch weg. Vor 5 Jahren oder was hat der Innenministeriums Fuzzi da, ich weiß nicht, wie er heißt, irgend so ein hoher Regierungsbeamter, hat rumposaunt, ja, er würde etwas tun, dass im Dorf wieder Ruhe einkehrt. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Ja, da gab es mal irgendwen, aber ich glaube nicht, dass das der Innenminister Fuzzi war. Ich meine, der hieß anders. Kann mich auch irren. Vielleicht haben wir heutzutage schon den Innenminister Fuzzi. Finde den Posten ziemlich cool. Den sollten sie einführen. Aber keine Ahnung. Ja, der hat mal was gesagt, Rainer, ja. Aber wie das halt manchmal so ist in der Politik. Das heißt manchmal, groß ansagen und dann nichts machen. Quasi genau wie du bei deiner Qualitätsoffensive. Ist eigentlich genau das Gleiche. Erst groß ankündigen und dann kommt halt wie immer nichts. Also, das passiert meistens so, wenn Wahlen sind. Naja, so ist das halt. Aber trotzdem, was um alles in der Welt sollen die machen? Es ist lächerlich. Wie, also. Sollte ja auch jedem klar sein, dass das absolut utopisch ist, wie immer. Und dass er jetzt wieder hofft, dass irgendwer anders für ihn seine Probleme löst.
Ja, sie haben mich aus dem Dorf geworfen, mehr oder weniger. Und jetzt sitze ich alleine auf der Straße, habe kein Haus mehr und keine Möglichkeiten, irgendwo zu leben. Mein Leben ist so gesehen zerstört, weil ich nicht mal in einem beschissenen Hotel unterkomme, ohne dass Leute da angreifen. Und entweder verpisse ich mich von alleine, damit das Hotel keine Probleme bekommt, oder das Hotel wirft mich raus. Oder setzt mich sogar auf die schwarze Liste, wo ich jetzt bei mehreren Hotels mittlerweile drauf bin, wie ich weiß. Also so kann das nicht weitergehen. Die Politik muss etwas unternehmen. Also noch einmal, zum letzten Mal für dieses Video. Aufruf an die Politik, bewegt euren Arsch. Ich weiß, dass wir Krieg haben, ich weiß, dass wir Corona haben, aber auch innerhalb unseres Landes haben wir genug Probleme. Und das Letzte, was ich möchte... Aber auch innerhalb unseres Landes, Corona ist außerhalb, haben wir Probleme. Also ein Problem haben wir hier in Schland. Ja, und das bin ich. Ich. Und sonst niemand. Sonst ist nichts anderes wichtig. Nur ich. Ja, deswegen traut euch. Macht was. sind irgendwelche Propaganda-Videos zu machen, aber es ist Fakt, dass nichts unternommen wird. Seit 8,5 Jahren nicht. Das kann nicht so weitergehen. Ach ja, das ist ja wieder. Ja, schauen wir doch mal, was noch kommt. Gibt's ja noch ein paar. So, hier haben wir das Mitgliedervideo. Wo geht der Umzug hin? Na, Rainer, erzähl mal. Metal-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ja, heute mal sehr still hier. Wir haben heute ein Video nur für die Mitglieder ab dem Jugenddrache heran. Ich will nicht ausschließen, dass ich es komplett veröffentliche, wenn die Hater schon rausgefunden haben, was Sache ist und so weiter. Aber ich wollte es euch erstmal vorab sagen. Ich bin ja jetzt in einem neuen Netzwerk. Und dieses Netzwerk sorgt unter anderem dafür, dass ich neue Emotes bekomme, Designs und so weiter. Und es sorgt dafür, dass ich unter anderem auch neues Merchandise wieder bekomme und so weiter und so fort. Zu guter Letzt wird es noch einige andere Sachen geben, die dazukommen werden. Was genau, weiß ich noch nicht. Muss ich mir noch überlegen. Aber ich habe vor, nach Madeira auszuwandern. Zumindest. Nach Matera. Okay, nicht nach Madeira, aber nach Matera. Ich glaube, das ist eine Nachbarinsel oder irgendwie so. Werde ich erstmal ein paar Wochen oder ein paar Monate in Madeira verbringen. Ob ich letzten Endes wirklich auswandere, weiß ich noch nicht. Vielleicht mal bloß ein paar Wochen, vielleicht mal bloß ein, also geplant ist einmal erstmal einen Monat, vielleicht auch zwei, das überlege ich mir noch. Ich habe in Deutschland noch ein paar Sachen zu regeln, unter anderem die Sache mit meinem Führerschein, dass ich meinen Führerschein wieder bekomme und so weiter. Das wird also nicht morgen der Fall sein, dass ich nach Madeira abhaue, sondern es wird schon noch ein paar Tage dauern oder noch ein paar Wochen eigentlich. Aber ich denke, den Sommer werde ich größtenteils in Madeira verbringen. Im Leben nicht, Rainer. Im Leben nicht. Aber sowas von nicht. Ey, wie stellt man sich das vor, ey? Also, es ist diese Entscheidung, die er halt im Kopf auch hat. Wie soll das funktionieren? Was machst du mit deinem ganzen Geraffel? Wie soll das nach Madeira kommen? Einmal das. Willst du das immer wieder hin und her fliegen oder was? Wo soll die Knete dafür herkommen? Wie soll das überhaupt funktionieren? Was machst du denn dann in Madeira? Dann sitzt du da auf der schwarzen Liste vom Hotel. Wie willst du dich da überhaupt verständigen? Die sprechen da kein Deutsch. Sag mal, mein Gott. Aber ja, weil es die großen YouTuber ja machen. Er ist ja auch ein großer YouTuber, also in der dreidimensionalen Welt. Muss das ja. Auch für ihn dann halt gehen. Dann fliegen sie halt mit der Transall rüber und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. Mein Mann, 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 Mann. Gut, ja, so viel schon mal dazu. Ansonsten mit meinem Netzwerk, ich bin bei Broadband TV, also bei BBTV, beziehungsweise bei einer Tochtergesellschaft davon, aber ich gehöre zum Netzwerk von BBTV. Ist das irgendwie was von, na hier,
Das sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Oder was ist das für ein komisches Netzwerk? Genau, Broadband TV heißen die. Und Ach, Rockband TV. Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt wirklich so heißt. Eben war es noch Bibi und Tina Rock TV. Jetzt ist es. Ach, schieß mich tot. dann danke ich euch schon mal fürs Zuschauen und ich hoffe, wir werden in Zukunft bald wieder die Möglichkeit haben zu streamen. Und es tut mir echt leid, dass es momentan nicht anders geht. Aber ich danke euch für eure Unterstützung. All die Zeit jetzt, in der ich nicht streamen kann. Dankeschön, haut rein, euer Drache und tschüss, tschüss. Nee, ist klar. Ja, wie immer utopisch halt, ne? Was soll man dazu sagen? Guck mal, er selber hat jetzt eben gesagt, das Video, was davor war, dieses Politikvideo, wird ja wahrscheinlich danach aufgenommen worden sein, nach dem Madeira-Video. Das heißt, er verpisst sich ins Ausland und will aber noch, dass die Politik jetzt im Inland was macht. Also er selber ist dann weg. Das Hauptproblem Deutschlands ist dann weggezogen nach Madeira. Dann hat sich doch aber eigentlich das Problem für Deutschland dann wieder erledigt, weil ist ja dann weg. Da muss er ja eigentlich sich jetzt an die Regierung in Madeira wenden, damit die da was gegen machen. Ja? Ist ja dann deren Hoheitsgebiet da. Ja? Muss ja irgendwie so sein. So, das bringt uns zum, ja, ich denke mal, letzten Video für heute. Das ist auch von heute und zwar vom 24. Mai 2022. Und das heißt, was soll das werden? So, Rainer hat hier die Hardcore-Vignette an. Ja, damit man nicht seine ganze weiße Wand sieht, weil er ja mal wieder denkt, dass man ihn dann anhand der Raufaser-Tapetenpickel. Wenn man die halt verbindet, findet man halt raus, wo er ist, weil er da die Postleitzahl aufgeschrieben hat. Und Hausnummer, Adresse, Straße sowieso. Ach ja. Hey. Was ist das denn für eine Begrüßung? Nochmal ein kurzes Video, aber nur ein ganz kurzes. Hab ich ein Datum hier? Mein Handy. Also, jetzt wissen wir mal schon, rechts von ihm, wo er hinblickt, wird eine Uhr sein, weil er vermutet ja immer, dass auf einer Uhr ein Datum steht. Am 25. Das ist morgen. Irgendwann gegen Mittag, ich weiß nicht wann, ist in Neustadt, nicht in Neustadt, Entschuldigung, ist in Altschauerberg im Landkreis Neustadt an der Aisch ein Dorffest. Und zwar in meinem alten Heimatdorf, in Altschauerberg. Ihr könnt euch da gerne mal hinsetzen, könnt euch da gerne mal umschauen, ihr könnt da gerne mal ein bisschen mit dabei sein. Und grüßt mir meine ehemaligen Nachbarn für die Tatsache, dass ich aus dem Dorf geworfen wurde. Und auch dagegen wird irgendwie wieder mal komischerweise nichts unternommen. Ja, meine ehemaligen Nachbarn, oder das geht vor allem von einer Person aus, mein ehemaliger Nachbar feiert das, dass ich aus dem Dorf geworfen wurde. Hätte mich wahrscheinlich am liebsten selbst noch mit der Mistgabel in den Arsch gepikst, während ich aus dem Dorf gehe. Ja. Ja, und das war's. Hab mich aus dem Dorf gejagt, bin aus dem Dorf abgehauen. Und danach bin ich jetzt für die vogelfrei, werde übrigens komplett durch Deutschland gejagt, wie eine Hexenjagd. Überall, wo ich hinkomme, werde ich schon mit Mistgabeln und Fackeln begrüßt, weil ich ja das größte Arschloch auf dem ganzen Planeten bin, weil ich mich gegen Menschen verteidige, die mein Leben zerstört haben. Das ist ja wieder Hammer, da. Die lassen erstmal labern, dann sage ich da was dazu. Meine Existenz zerstört habe. Und jetzt heulen ein paar ehemalige Nachbarn von mir rum. Er ist weg, ja. Ich muss dazu sagen, der 25., das ist ja für mich morgen. Also für alle anderen ist das nicht morgen, oder? Ich wäre gerne gekommen. Werd ich wirklich, wollte ich auch. Hat aber leider nicht funktioniert. Das Problem ist nämlich, ich habe morgen einen Termin mit meinem Bewährungshelfer und mit ein paar organisatorischen Aktionen. Das habe ich dummerweise morgen, habe ich nicht dran gedacht. Ja. Ist jetzt halt leider so, kann ich jetzt nicht mehr verschieben, ist zu spät. Aber da muss ich morgen halt da sein und das ist ein Gespräch und das kann ich jetzt nicht anders machen. Deswegen habe ich leider das Problem, dass ich da nicht hin kann. Aber für jeden, der da vorbeikommt und benehmt euch bitte vernünftig,
macht mal ein Hallo, macht mal einen schönen Gruß. Und wenn jetzt die Regierung, die Politik, die Polizei mir wieder auf die Nerven geht, weil da jetzt wieder hunderttausende Leute aufschlagen, dann unternehmt endlich was gegen die Leute. Weil ich stehe dann nämlich nicht vor der Haustür, auch wenn ich es eigentlich vorhatte. Und selbst wenn ich es gemacht hätte, ich habe da mal gewohnt, die Leute haben mich rausgeekelt, die Nachbarn, die Zuschauer, die Hater, die Zuschauer jetzt nicht, aber die Hater. Was die Zuschauer sind. Und ich bin damals davon rausgeworfen worden und bin jetzt vogelfrei, werde als Hexenjagd durch ganz Deutschland und sogar durch Österreich und Italien gejagt. Also vielleicht unternimmt die Regierung doch mal irgendwann was, damit ich mir da irgendwo ein Haus kaufen kann, damit ich mich irgendwo wieder zur Ruhe setzen kann und mein Leben führen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass jemand meine Fenster einschmeißt, jemand in mein Haus einbricht oder jemand mich absticht auf der Straße, was alles schon vorgekommen ist. Achso, du wurdest schon abgestochen, okay. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und gerne darf das auch irgendwo in der Zeitung veröffentlicht werden. Denn ich möchte, dass die Welt sieht, wie sich Menschen verhalten, die jemanden zu Tode foltern, indem sie ihn komplett auf den Sack gehen. Und ihn einfach psychisch so lange misshandeln, bis dieser Mensch einfach nur noch zwei Optionen hat. Sich umbringen oder in die Klapse zu gehen. Achso, ja. Wo ich übrigens ab morgen bin. Ich dachte, du hast einen Termin mit Bewährungshilfe und nicht mit der Klapse. Haut rein. Ciao. Da. Ach du Scheiße, da. Also jetzt geht's aber langsam echt ab. Wird so ein bisschen wie, keine Ahnung, wie so, wie früher in der Klasse, wenn irgendwer nicht eingeladen wurde und dann sagt, so, jetzt ich versau dir die ganze Feier, du, pass mal auf. Weil er halt angepisst ist, dass er halt nicht dabei sein darf. Wirkt genau so. So richtig bockiges Kind wieder, wie immer. Aber man muss sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, dass er gerade dazu aufruft, ja, quasi Schanzenfest zu veranstalten. Also, dass er wirklich diesmal die Leute instrumentalisiert, dahin zu gehen. Und das klingt schon ein bisschen nach mehr als sag da mal Hallo. Das klingt eher wie, ja, da wird jetzt einmarschiert. So. Scheinbar hat er sich jetzt selber befördert zum Kriegsminister. Weil er jetzt seine Armee, die unter ihm ist, auffordert zu handeln. In seinen Namen, weil er selber kann ja nicht dabei sein. Er ist ja verhindert. Er wird ja gern mit hingehen. Aber seine Gefolgsleute sollen das für ihn tun. Das erinnert mich an was. Vielleicht sollte ich meine Videos jetzt mal wie folgt beginnen. Leute, Servus und herzlich willkommen zurück bei der Hagebuttene. Es folgt nun eine Berichterstattung über den allseits beliebten Kalorienkardinal aus dem fränkischen Lande. Viel Vergnügen! Neues aus dem Süden. Oberstabsfeldwebel Winkler ruft zum Sturm auf die in der Vergangenheit schwer umkämpfte Stellung als Schauerwerk auf. Und will ein Exempel an den dort ansässigen Zivilisten statuieren. Diese Kriegserklärung richtet sich direkt gegen die Bewohner des beschaulichen Örtchens und zugleich der alten Heimat des Oberstabsfeldwebel Winklers. Da sich der Angriff direkt und ausschließlich gegen Zivilisten richtet, ist dieser nicht mit den Vereinbarungen der Genfer Konvention konform und stellt somit ein schweres Kriegsverbrechen dar. Jedwedes Erscheinen des Winkler unterstehenden Panzergrenadierbataillons 1510 wird aufs Schärfste verurteilt. Angehörige des Bataillons, die es dennoch wagen sollten, in besagtem Gebiet zu erscheinen, werden mit sofortiger Wirkung mit dem Tode durch den Strich bestraft. Der Befehl des Oberstabsfeldwebels Winklers ist absolut nicht hinnehmbar und in keinster Weise verzeihlich. Die Befehlskraft sollte ihm unverzüglich aberkannt werden. Ja. Es ist utopisch. Was
hat, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass dein Bewährungshelfer dir gesagt hat, jo, Rainer, alte Arschgurke, pass mal auf, du setzt dich jetzt auf deinen Arsch und machst jetzt so einen richtig geilen Aufruf, dass alle Leute da hingehen sollen. Und das ist bestimmt richtig super, weil dann wissen auch alle, du provozierst und du bist der Aggressor und du instrumentalisierst die Leute, da hinzugehen. Ja, das ist doch genial, oder nicht? Ach, und mach weiter mit YouTube. Das hat ja schon immer geklappt, ne? Du weißt ja, wie es läuft, du alter Schlingel, du. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass der das gesagt hat, dein Bewährungshelfer. Also, interessant, auf jeden Fall. Naja, wir können gespannt sein. Wird das Bild in Zukunft noch kleiner? Man weiß es nicht. Man weiß es wirklich nicht. Wie geht es weiter? Ist er jetzt in der Klapse morgen? Ist er es nicht? Ist er bald in Madeira? Ist er es nicht? Wie läuft das Fest morgen? Oder? Man weiß es nicht. Deswegen, man wird sehen. Ja, ich denke, das war's dann auch wieder für heute. Ja, komplett utopisch. Was soll ich da noch groß zu sagen? Ach so, ich wollte auch an dieser Stelle nochmal meine Freundin aus Denken grüßen. Kann ich übrigens jedem nur empfehlen. Besucht mal aus Denken. Ist eine echt schöne Stadt. Müsst ihr mal machen. Kleiner Tipp am Rande. Ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Sayonara Matane. Stay strong, forever and always. Hashtag Liebe und munter bleiben.